Ich bin gespannt, was du dir heute wieder ausgedacht hast. Du hast den Drops dann auf, weil ich habe ein bisschen Angst, dass er ganz da kommt mit dem Scherz. Dann macht es. Profi-Kameramann. Erstes Lehrjahr schon Profi. Unfassbar. Diese Qualifizierung. Sollte das bei Universal Studios anfangen? Ja, haben wir schon angefangen. Profi-Kameramann gesucht. Ja, die Ausbildung beim Motorcheck ist halt die beste. Ich stehe wieder Rede und Antwort. Der Simon hat sich wieder gemeine Fragen ausgedacht und vor allem, er hat auch das letzte Video sich angeschaut, eure Kommentare durchforstet und hat sich da einige daraus rausgesucht. Der Simon ist unser Lehrling und er hat keine Repressalien zu befürchten. Egal was er fragt, er darf alles fragen und er grinst schon wie ein Schelm hinter der Kamera. Dementsprechend bin ich wieder gespannt. 10 fiese Fragen. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motorchecker.at, die Motorradvergleichsplattform. Und wir suchen permanent neue Leute und zum Beispiel aktuell auch einen Redakteur. Dementsprechend, wenn du aus Oberösterreich kommst, moderieren möchtest vor der Kamera oder auch hinter der Kamera arbeiten möchtest, dann schreib uns gerne eine Bewerbung an, bewerbung@motorchecker.at. Simon, unser Arbeitsplatz, wie ist die Atmosphäre? Subi. Tolle Moderationskünste, deswegen liebe ich dich. Diesmal stehe ich vor der Kamera. Naja, was war dein größter Fehlkauf beim Motorrad-Equipment? Irgendwas, was du total bereust? Ja, da gibt es einiges. Ich finde, das Dümmste, was man sich kaufen kann, ist billige Motorradschutzkleidung, weil du kaufst sie da noch einmal und das ist nicht, weil sie zu wenig Schutz hat, bla bla bla, hat sie wahrscheinlich auch. Aber in 90% der Fällen, finde ich, ist es immer das mega Abfuck-Moment, wenn es regnet und nass wirst, wenn du, keine Ahnung, in der vollen, prallen Hitze stehst und das Ding absolut wie ein Plastiksack auf dir draufhängt. Das ist furchtbar, ich hasse das. Also ich gebe mittlerweile lieber Geld für Motorradbekleidung aus. Zum Beispiel, klein Marrakesch, um sie gleich mal hier anzusprechen. Eine super geile Sommerjacke, super dünn, kostet ihre Kohle, ist eine Meshjacke, die funktioniert einfach. Also ganz ehrlich, gib einfach die Kohle für deinen Motorradquandel aus, Simon. Jeden Euro, den du da investierst, kriegst du meistens auch zurück. In der Motorradwelt ist nicht jeder Euro mehr für die Marke, sondern meistens auch für mehr Komfort und mehr Bequemlichkeit. Kriegst du von dir. Ja, das ist, du lebst die glückliche Welt der Motorradindustrie. Gibt es einen Moment in deiner Karriere, auf den du besonders stolz bist? Alter Schwede, ja, das Thema darf ich nicht besprechen, beziehungsweise noch nicht besprechen. Aber, keine Ahnung, ich glaube, das ist der coolste Moment, wo eigentlich jetzt, wo jetzt das wirklich ein Team ist und mehr Leute daran arbeiten an einem Projekt und man sozusagen das große Ganze gemeinsam macht. Das finde ich, das macht mich schon stolz, dass das geworden ist. Das ist jetzt nicht dieser klassische Influencer, ich muss zeigen, wie ich was mache und bla, sondern das ist schon ein bisschen einen seriösen Touch bekommen, das finde ich ganz cool. Hui! Da ist ein Militär. US-amerikanischer Schickimicki, I like it. Die haben ja nicht mehr ein Kennzeichen drauf. Mit der Schick in der Kuschen. Was ist deine Lieblingsstrecke zum Motorradfahren und warum? Grein-Dimbach. Relativ wenig Polizei unter der Woche und relativ geile Strecke. Einziger Problemfaktor ist die Milchtransporter immer. Nur, ich habe letztens einen Nachrichtenpost vom Jules bekommen und da war das Geile drinnen, der Milchtransporter ist in der Kurve umkippt, weil die Geschwindigkeitsbeschränkung in Grein-Dimbach nur für Motorräder gilt. Ich plädiere dafür, dass diese auch für LKWs gelten sollte. Weil wie kann es sein, dass der LKW aus der Kurve rausfliegt? War der leicht zu schnell unterwegs? Wie hast du dich gefühlt, wie dein erstes Video viral gegangen ist? Das war in der Minecraft-Zeit. Ich habe mich ziemlich geärgert darüber, weil ich habe irgendwas vertauscht. Ich weiß jetzt nicht mehr was. Ich glaube rechts mit links oder so. Und alle haben mich so für mega dämlich in den Kommentaren erklärt. Was habe ich da gemacht? Irgendein Tutorial zum Thema. Ja, da gab es so ein. Wie hieß denn das, wenn du in Minecraft mit der Axt irgendwie so großen Terrains bearbeitet hast? So 10.000 Steine, so World Blöcke. Edit. World Edit, genau. Ich habe ein World Edit Tutorial gemacht damals. Und in dem Tutorial habe ich, irgendeinen Fehler gemacht. Irgendeinen Schwachsinn habe ich gemacht. Oder ich habe mich verschrieben, Rechtschreibfehler. Irgendwas war drin in dem Video und ich war mega lost und dafür habe ich mega viel Kommentar bekommen. Verstehe. In der Motorradindustrie war das geilste Video trotzdem noch immer das Lärmdoku. Da war man in den YouTube-Trends. Das war vor deiner Zeit. Da haben wir innerhalb von einem Tag 100.000 Zugriffe drauf gehabt. Und das Krasse von dem Video war eigentlich, dass es genau das ist, was ich eigentlich auf YouTube machen wollen würde gerne. Mir aber oft die Zeit und das Geld dafür fehlt. Aber das war eigentlich ein ziemlich krasses Video. Das hat echt geil performt und war in den YouTube-Trends. Und ich habe an dem Tag die 100.000 Abos geknackt. Wie würdest du deinen Feierabend am liebsten verbringen, wenn du mal nichts mit Motorrädern zu tun hast? Mit einem Pina Colada am Aufstellpool zu Hause. Gibt nichts Besseres. Ist so. Chillen am Pool, entspannt,
reinspringen, wenn es heiß ist. Nichts Schlimmeres als Schnee. Oh, Schnee ist geil. Ich hasse Schnee. Ach, Schnee ist cool. Ja, du strahlst ja wie ein, wenn der T-Shirt hochrutscht, strahlst du ja wie, keine Ahnung, Tschernobyl. Das ist ja unfassbar. Die ist wirklich cool. Das habe ich heute nicht gesagt. Ja, hat einen Counter vom letzten Mal gemerkt. Ja. Du bist allgemein heute stiller als das letzte Mal. Letztes Mal warst du viel fieser. Das Mal sind es ja richtig harmlose Fragen. Du bist ja richtig nett auf einmal geworden. Ja, man was, muss... Was habe ich da Gutes getan, dass du auf einmal nett wirst zu mir? Ja, weiß ich nicht. Anscheinend. Als Side-Note, seine Mom ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob er eh nicht zu, freche zu frech war im letzten Video. Und da muss man hier kurz an der Stelle erwähnen, ich will ja, dass er auch mal freche Fragen stellt, beziehungsweise ich finde auch wichtig, dass man sich erlaubt, mal Dinge zu fragen, die man sich sonst nicht fragen traut. Und er nutzt das aber gar nicht so aus, wie ich das erwartet hätte. Also ich habe mir da jetzt echt fiesere Fragen gestellt, fiese Fragen ausgedacht, die mal kommen. Und haben schon gute Antworten dafür zurechtgelegt. Aber mal schauen, was du noch... Fragen hast du? Nein, das ist doch nichts zur Sache. Nein, das ist das, wenn du dich dann nicht wieder interessierst, kann ich ja nichts dafür. Wenn du die Möglichkeit hättest, irgendeine Ära der Motorradgeschichte zu erleben, welche wäre das und warum? Die, wo weniger Polizei unterwegs war, wo man den Polizisten oder Vorfahren hat kennen. Aber alles andere, also Motorradwelt, ich finde die Motorrad derzeit so geil. Ich finde eigentlich aktuell die Zeit gut. Also ich finde historisches Zeug finde ich sowieso nie geil. Also ich bin nicht so der Mensch, der auf so alte Dinge steht, keine Ahnung. Ich mag Neues, Modernes. Ich würde noch nie einen alten Porsche kaufen, ich würde lieber einen neuen Porsche haben wollen. GT3 ist, gell? Ja, das wäre keine schlechte Option. Oh, komm, auch eine S-Klasse, mit der immer zu die Aufträge fahren, das wäre schon sehr geil. Ja, GT3 ist das, mein Lieb. Nein, Alter, du hast keine Ahnung, wir fahren 1000 Kilometer am Tag. Ja, das fahre ich mir den GT3 S lieber. Willst du mich arm machen? Willst du jemals irgendwie ein Geld verdienen, wenn du ausgelernt bist bei uns? Oder soll das alles in Porsche in Sprit reinfließen? Ja. Okay, akzeptiere ich. Ihr habt es gehört, er will kein Geld mehr kaufen, um sein Geld an Porsche. Gut verstanden. Aber Bedienung ist Privatnutzung danach. Privat? Ja, viel Spaß beim Sachbezug zu sein, mein Lieber. Da wünsche ich dir viel Glück. Was ist dein absolutes No-Go, wenn es um Motorradfahren geht? Sorry to say, aber dafür hassen mich Menschen. Aber die Realität ist, wenn du in kurzer Hose, ohne Handschuhe und im kurzen Leiberl fährst und dich haut's auf die Pappen, ist mir das sowas von egal. Weil das Einzige, was du tust die Versicherung entschädigen, in die du aber genug Geld einzahlt hast, wenn du in der arbeitenden Welt bist, und wer anderes macht ganz viel anderen Scheiß und du verletzt niemanden damit. Also wenn du meinst, du willst mit der kurzen Hose fahren, dann fahrst mit der kurzen Hose. Du kannst es nicht im Firmenumfeld machen, weil dort würde ich dich töten, weil Sicherheitsunterweisung und so weiter. Aber im Privaten kannst du mir nicht erzählen, dass jeder von uns alle da draußen immer mit perfekter Schutzkleidung fährt. Ja, du lachst. Es ist nicht auch genau das. Und das ist auch völlig okay so. So groß ohne Helm am Willi machen. Ja, ist einfach dumm. Es ist dumm, ja. Du kennst meine Meinung zum Fahren ohne Führerschein, Mr. Simon. Na, warum? Wo sie nicht rumkennen, sondern nicht nehmen. Und erstens fahre ich natürlich nicht auf der Straße. Ja, genau. Nein, ja, genau. Nie was vorkommen, nie. Was war denn vorkommen? Ich weiß auch von nichts. Ich darf offiziell nichts sagen dazu. Ja, meine Mobiles, ja, die waren natürlich immer leider, ja, original, aber in Drossel halt, ne? Ja. Immer illegal unterwegs, der kleine Kollege hier. Ich bin auch gleich 400 Kilometer illegal gefahren, ohne Führerschein. Aha. Das ist schon längst verjährt. Das ist zwar schon immer. Ich meine, es ist auch verjährt. Ich bin mit meinem Papa gefahren, nämlich. Mein Papa ist hinten drauf Sozius gesessen und dann ist er mit mir einmal umgefetzt, weil ich unbedingt Moped fahre. Ich habe ihn so lange beziert, bis er mit mir endlich gefahren ist, eine Runde. Weil er hat mir das Moped nie ausgegeben und hat mich allein fahren lassen. Da hätte er mich, ich glaube, meine Mutter hätte mich aufgehängt daheim an die Füße und hätte mich, bis ich 18 bin, nicht mehr ausgelassen, wenn ich da allein mit umgefetzt war. Aber zum Thema zurück, zur Frage zurückkommen, was finde ich, was fuckt mich richtig ab beim Motorradfahren, ist eigentlich das, wenn jemand die ganze Zeit redet von wie toll er nicht fährt und wie gut er nicht ist. Ich hasse es. Danke. Mir ist es einfach scheißegal. Und wenn du Gott höchstpersönlich bist, fahr, hab einen Spaß, aber geh mir nicht den ganzen Tag am Sack. Und vor allem, wenn er dann biegt er in der Linkskurve immer im Gegenverkehr. Ich schwöre, die Leute biegen immer dann in diesem Moment im Gegenverkehr. In der ersten Linkskurve biegt er im Gegenverkehr. Es ist immer so. Das Schlauste und Beste biegt immer im Gegenverkehr. Race-Linie, alter Schwede. Das ist es. Alter Schwede, ich würde die Leute alle heim dran, wenn das meins wäre. Jetzt kommt eine gute Frage. Aber du, ich hätte nur einen Punkt, der mich voll abfuckt. Was denn, ja? Alter, ich hab nur einen. Weil ich konnte ein eigenes Video machen zu den Dingen, die mich abfucken, Alter. Ah! Präsentationen. Ich bin ja auf so ganz vielen Motorradpräsentationen. Und ich schwöre dir, wenn jemand vor mir fährt in der Gruppe,
kann es auch sicher sein, dass ich den schlechtesten Fahrer vor mir erwische, der die ganze Zeit im Gegenverkehr klebt und in die Kommentare wird sie nicht darüber unterhalten, was das neue Motorrad kann, was geil an dem neuen Motorrad ist, sondern es wird nur über den Vollidioten geredet, der die ganze Zeit so fährt, wo du denkst so, bring dich nicht um, bring dich nicht um, bring dich nicht um. Und ich versuche es immer während der Moderation zu ignorieren, aber im Nachhinein denke ich immer wieder so, du Volltrottel, hätte sich drei zurückfallen lassen, drei Leute, vielleicht wäre dann irgendeiner gut gefahren. Das ist halt das Thema, weil in ganz Europa nicht die gleichen Werte gelten wie bei uns. Bei manchen ist es halt einfach okay, so zu fahren. Bei uns halt nicht. Du hast ein Business-Profil draus gemacht und jetzt finde ich dich die ganze Zeit beim Suchen nicht mehr. Weil dein WhatsApp-Business speichert dich irgendwie um in meinem Handy und ich hatte dich drin als Simon Lehrling. Und jetzt muss ich immer Simon Wimmer eingeben. Sicher hast du das. Da, ich kann nicht mehr Simon Wimmer eingeben. Wo ist Business? Da, schau. Ich muss jetzt immer, wenn ich Simon eingib, kommt einfach nichts. Ey, da kommt es jetzt wieder. Okay. Ja. Lass ich gelten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, selber ein Motorrad zu bauen oder zu modifizieren? Modifiziert hat jeder. Come on, Simon. Ja, aber so richtig professionell. Na, ich bin ein MacGyver. Bei mir muss nicht alles perfekt sein. Perfektion ist was für Loser. Manchmal muss man einfach machen. Machen. Machen ist die Lösung, Simon. Ich sag's dir immer wieder. Durch Perfektion verliert man. Ich mache immer so viel. Hä? Wirklich? Was ist mit deinem Drohnenvideo? Ja, das ist was Besonderes. Was Besonderes? Nein, ist nichts anderes. Sich selbst belogen, Mister. Gibt's irgendwas, was du im Beruf schon immer mal ausprobieren wolltest, aber dazu bisher jetzt noch nie die Gelegenheit dazu hattest? Na, weil ich mach's einfach. Es gibt vielleicht ein paar Dinge, die ich gern wieder machen würde. Keine Ahnung, mehr Dokus würde ich immer noch gern machen. Ich würde gern weniger YouTube-Videos machen und mehr Shorts und dafür die YouTube-Videos deutlich geiler produzieren. Das finde ich geil. Dann mach das halt. Na, weil das geht nicht. Das funktioniert leider mit dem Algorithmus nicht. Dann liegt es an euch, schreibt Fragen in die Kommentare. Ansonsten, mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen. Haut rein und pfiat euch!